So, welcome back. Willkommen zurück. Let's begin with silent prayer. Lasst uns mit einem stillen Gebet beginnen. Amen. Okay, so when it comes to the windows and fresh air, you need to just regulate it for yourself, okay? Because wenn es jetzt um die Fenster und Frischluft geht, dann müsst ihr das für euch regulieren. Yeah, you feel better when it gets cold or not, okay, depending on where you sit and all these things. Dass ihr selber schaut, ob ihr euch besser fühlt, wenn es ein bisschen kühl wird oder auch nicht, je nachdem, wo ihr auch sitzt. Okay, good. So let's go now to this next set of notes, the ones I just posted, part 4. Gehen wir nun zu dem nächsten Notizen, die ich gerade gepostet habe. It's part 4. Es ist Teil 4. And it has the heading, What does the Day of Atonement mean practically for us? Es hat eben den Titel, Was bedeutet der Versöhnungstag praktisch für uns? Okay, and these notes, yeah, they are not properly translated, unfortunately. Okay. Und diese Notizen sind leider nicht so gut übersetzt. They were just put because of time shortage, just put in the translator. Okay. Aufgrund von Zeitmangel wurden sie nur schnell in den Übersetzer geworfen. Maybe there's a mistake here and there. Okay. Das heißt, es kann hier und da schon einen Fehler geben. So now let's go to this first heading: Afflict your souls. Gehen wir jetzt zu der ersten Überschrift: Betrübt eure Seelen. And what we want to look at in this presentation is what work do we need to do practically now in this time of investigative judgment. Okay? Und was wir jetzt in diesem Vortrag eben anschauen wollen, ist, welches Werk müssen wir praktisch tun in dieser Zeit des Untersuchungsgerichts? Yes, because the Day of Atonement and in investigative judgment of the living is the same illustration. Yes? Denn der Tag der Versöhnung und das Gericht, Untersuchungsgericht an den Lebendigen ist dasselbe. Also derselbe. Yeah, that's what we looked at yesterday. Ist auch, was wir uns gestern angeschaut haben. And because at the end of the Day of Atonement, what happened to the sins of the people? Denn am Ende des Versöhnungstags, was passierte mit den Sünden der Leute? Yeah, they were blotted out, yes? Sie wurden ausgetilgt. What happened at the end of the investigative judgment? Und was passiert am Ende des Untersuchungsgerichts? Same thing, yes? Dasselbe. Christ went into the most holy place on October 22nd for the investigative judgment. Christus ging ins Allerheiligste am 21. Oktober. No. 22. Oktober. For the investigative judgment. Für das Untersuchungsgericht. But it's also the typical Day of Atonement, yes? Und es ist eben auch ein typischer antitypischer Tag der Versöhnung. Okay. But first the dead are being judged and then it will go to the living, okay? Aber erst werden die Toten gerichtet werden und dann geht es weiter zu den Lebendigen. Are we now alive? Sind wir jetzt am Leben? Yes, okay. So, and therefore we are now in a illustration or in a type of the judgment of the living, okay? Und darum sind wir jetzt in einer Darstellung von dem Typus des Gerichts an den Gerichts an den Lebenden. Okay, now let's go to Leviticus 16. Gehen wir jetzt zu dem dritten Buch Mose 16. Verses 29 and down to 31. Gehen wir von Vers 29 bis 31. It says, speaking about the Day of Atonement. Es spricht über den Tag der Versöhnung. And this shall be a statute forever unto you, that in the seventh month, on the tenth day of the month, ye shall afflict your souls. And do no work at all, whether it be one of your own country, whether it be one of your own country or a stranger that sojourneth among you. So what were you to do? Was solltest du tun? Afflict your souls and do no work at all. Okay? Deine Seele betrüben oder peinigen und gar keine Arbeit verrichten. For on that day, verse 30. Vers 30. For on that day shall the priest make an atonement for you to cleanse you, that ye may be clean from all your sins before the Lord. It shall be a Sabbath of rest unto you, and ye shall afflict your souls by a statute forever. All right.
So it's clearly commanded, you should, no, you must afflict your souls. Es ist klar geboten, du musst deine Seele peinigen. Okay, let's note it down. Lasst uns das hier aufschreiben. Alright, so this is now a command given by God, yes? Das ist jetzt ein Gebot gegeben von Gott. And when God commands you to do something, what do you need to first make sure of? Und wenn Gott dir eben gebietet, etwas zu tun, was musst du dich dann erst versichern? Yeah, that you understand what he actually requires of you, okay? Dass du verstehst, was er eigentlich von dir verlangt. Because otherwise you will just do something and might be totally opposite of what he wants you to do. Denn wenn das nicht der Fall ist, dann machst du vielleicht einfach irgendwas, was vielleicht das komplette Gegenteil davon ist, was er für dich möchte. Okay. So when he says now you should afflict your souls, we need to understand what he means with this. Und wenn er jetzt sagt, ihr solltet eure Seelen peinigen, dann müssen wir verstehen, was er damit meint. And where do we find the answer to what he means by this? Und wo finden wir die Antwort darauf, was er damit meint? Yeah, exactly, in God's word, okay? In Gottes Wort. Yeah, he explains himself always. Er erklärt sich immer. Let's go to Ezra chapter 8. Gehen wir zu Ezra Kapitel 8. Verse 21. Vers 21. It says, then I proclaimed a fast there at the river of Ahava, that we might afflict ourselves before our God, to seek of him a right way for us and for our little ones and for all our substance. So what did they do? Was taten sie? What does it say? Was sagt es hier? Yeah, they proclaimed a fast. Sie haben Fasten ausgerufen. In order to? Um was zu tun? Afflict their themselves before God, okay? Um sich selbst vor Gott zu peinigen. So therefore, to afflict your soul means to? Also bedeutet, sich selbst zu peinigen, was? Yeah, to fast, okay? Zu fasten. Okay, so at least this is one of its applications, okay? Also zumindest ist das eines der Anwendungen. So, and where do we find a chapter in the Bible that speaks about fasting? Und wo finden wir ein Kapitel in der Bibel, das vom Fasten spricht? Okay, but a whole chapter, okay? Of almost the whole chapter. Now you go in the right. Yes, Isaiah 58. Isaiah 58. Yes, okay. So let's go to Isaiah 58. Okay. Also gehen wir zu Jesaja 58. Let's begin verses 1 and 2. Wir fangen an in Versen 1 und 2. Because when the Lord tells us to fast, we also need to understand what this means and how it should be done. Yes? Denn wenn der Herr uns sagt, wir sollen fasten, dann müssen wir auch wissen, was das meint und wie es getan werden sollte. Because obviously there's also a false fast, okay? Denn offensichtlich gibt es da auch ein falsches Fasten. So let's go now to Isaiah 58, verses 1 and 2. Also gehen wir jetzt zu Jesaja 58, Verse 1 und 2. It says, cry aloud, spare not, lift up thy voice like a trumpet, and show my people their transgression, and the house of Jacob their sins. So Isaiah, he's now sent with a trumpet message, yes? Also Jesaja wird jetzt gesandt mit der Posaunenbotschaft. And I don't know if any of you know this quote, but what does Sister White say? Whose message is this? Und ich weiß jetzt nicht, ob einer von euch vielleicht das Zitat kennt von Ellen White. Wessen Botschaft ist das hier? Who also lifted up his voice like a trumpet and showed his people the sins and transgressions? Wer erhob auch seine Stimme wie eine Trompete und zeigte dem Volk die Übertretungen und Sünden? John the Baptist, exactly. Johannes, okay. Der Täufer, richtig. So, and here Isaiah is sent with the same trumpet message, yeah, when he's humbled in the dust, yes? Und hier ist Jesaja eben mit derselben Trompetenbotschaft gesandt, als er in den Staub gedemütigt worden ist. So, he is now giving this congregation this message
which is written here in Isaiah 58. Also er gibt jetzt dieser Versammlung dort die Botschaft, die hier niedergeschrieben ist in Jesaja 58. Okay, in the congregation in this time, yeah, they are now in this time of their Day of Atonement, okay? Und die Versammlung dort in dieser Zeit ist eben in ihrer, an ihrem Tag der Versöhnung. Okay. So, and what is the Lord trying to do with the congregation? What is he trying to do with us? Und was versucht der Herr mit der Versammlung zu tun? Was versucht er mit uns zu tun? What does verse 1 say? Was sagt Vers 1? Yeah, to make us aware of our sins and transgressions, yes? Er möchte uns unsere Sünden und Übertretungen bewusst machen. Because we read in the Day of Atonement there's a special work of purification and of putting away of sin. Okay. Denn es sagt, am Tag der Versöhnung, da ist ein besonderes Werk von der Reinigung und dem Wegtun von Sünde. So, now let's go to verse 2. Gehen wir jetzt zu Vers 2. Yet they seek me daily and delight to know my ways as a nation that did righteousness and forsook not the ordinance of their God. They ask of me the ordinances of justice. They take delight in approaching to God. So, in what condition is the congregation? Also, in welchem Zustand ist die Versammlung? Yes, okay, but what does it say here in this verse? In Dunkelheit, ja, aber was sagt es hier in dem Vers? They seek him how many times? Sie suchen every ihn wie viele Male? Okay. Jeden Tag. Okay. Do we also seek him every day? Suchen wir ihn auch jeden Tag? That's right. We have morning, evening worship and all these things. Yes. Ja, wir haben Morgen- und Abendandacht und diese Dinge. And it says here, yet they seek me daily and delight to know my ways. And so. Und sie wollen meine Wege wissen. Okay. As a nation that did righteousness. Wie ein Volk, das Gerechtigkeit geübt hat. Oder tun tut. Würde. Ja. Ja. So. But really, they don't. Do the righteousness that God requires of them. Okay. Aber in Wirklichkeit tun sie nicht die Gerechtigkeit, die der Gott von ihnen verlangt. Because it says, as a nation that did righteousness and forsook not the ordinance of their God, they ask of me the ordinances of justice, they take delight in approaching to God. So it seems everything outwardly, it seems everything all right. Okay. Also wir haben nochmal Vers 2 gelesen und nach außen hin erscheint alles in Ordnung zu sein. Yeah, they come daily, they seek God apparently. Sie yeah. kommen täglich und sie suchen anscheinend Gott oder offen. They want to know his ways. Sie wollen seine Wege wissen. As if they would be a righteous nation. So als wären sie ein gerechtes Volk. Okay, so, but Isaiah sent to them to show them their sins and their transgressions, yes? Aber Jesaja ist zu ihnen gesandt, um ihnen dann ihre Sünden und Übertretungen zu zeigen. So therefore they are not so righteous as they seem to be. Und deswegen sind sie dann doch nicht so gerecht, wie sie zu sein scheinen. So let's see now what Sister White has to say about verse 2. Und deswegen lasst uns schauen, was Schwester White über den Vers 2 sagt. It says, it is hard work that the Lord requires. Good works springing from a heart filled with love. All should carefully and prayerfully consider the above scriptures and investigate their motives and actions. So what should all we do? Was sollten wir alle tun? Alle, die hier sind? We should investigate ourselves, right? Wir sollten unser Selbst untersuchen. So when God investigates us, at the same time we need to investigate us also. Also während Gott uns untersucht, müssen auch wir uns untersuchen. And what do we need to investigate? Und was müssen wir untersuchen? Does she say here? Was sagt sie hier? Our motives and our actions, okay? Unsere Motive und unsere Handlungen. Okay, your action can be wrong or can be right. Deine Handlung kann richtig oder falsch sein. Ja. Yeah. But even if your action is right, your motives can still be wrong to do it. Okay? Aber selbst wenn deine Handlung richtig ist, kann es sein, dass dein Motiv ein falsches ist. Okay. So, let's continue. Lasst uns fortfahren. The promise of God to us is on condition of obedience, compliance with all his requirements. Cry aloud, saith the prophet Isaiah, spare not, lift up thy voice like a trumpet, and show my people their transgression, and the house of Jacob their sins. Yet they seek me daily and delight to know my ways, as a nation that did righteousness and forsook not the ordinance of their God.
They ask of me the ordinances of justice. They take delight in approaching to God. Wherefore have we fasted, say they, and thou seest not? Wherefore have we afflicted our soul, and thou takest no knowledge? So what did they apparently also do? Also was tun sie also anscheinend auch? Yeah, they fast and afflict their souls, they say, right? Sie fasten und sie peinigen ihre Seelen, sagen so sie hier. So they basically say, yeah, okay, we do the appointed work here, okay? Sie sagen, ja, wir tun doch dies bestimmte Werk hier. Why are still not regarding us? Warum belohnst du uns immer noch nicht? So let's go to the next paragraph. Gehen wir zum nächsten Abschnitt. A people are here addressed who make high profession, who are in the habit of praying, and who delight in religious exercises. Yet there is a lack. All right. So everything outwardly seems to be fine. They have a profession, high profession. They have a habit of prayer and they delight in religious exercises. Also nach außen hin wirkt alles in Ordnung. Also sie haben da eine hohe Anzahl von hohes Bekenntnis. Hohes Bekenntnis und sie pflegen viele religiöse Übungen. Und haben die Gewohnheit zu beten. Und haben auch die Gewohnheit zu beten. Yeah, but there's a lack, she says, right? Aber da fehlt etwas. They realize that their prayers are not answered. Their zealous, earnest efforts are not observed in heaven. And they earnestly inquire why the Lord makes them no returns. It is not because there's any neglect on the part of God. The difficulty is with the people. While professing godliness, they do not bear fruit to the glory of God. Their works are not what they should be. They are living in neglect of positive duties. Unless these are performed, God cannot answer their prayers according to his glory. So, what's the problem with these people? Also, was ist das Problem mit diesem Volk? Just read the underlined. Lest einfach das Unterstrichene. Yeah, they live in neglect of positive duties. Okay. Sie vernachlässigen die positiven Pflichten. Okay, so when God says something, you should do, you cannot, if you neglect this, you cannot make it up with religious exercises or prayer or whatever. Okay. Also wenn Gott dir sagt, du sollst etwas tun und du vernachlässigst das, dann kannst du das nicht irgendwie kompensieren durch viel beten oder Übungen. You cannot say, yeah, I watch morning and evening the classes, okay? Du kannst nicht sagen, ja, ich schaue Morgen und Abend Andachten. And that's why I'm excused to do this and that, okay? Und das ist meine Entschuldigung dafür, dies und jenes zu tun. Yeah. Or I pray, yeah, very many often, and therefore I can neglect now helping this person, for instance, okay? Und ich bete auch sehr häufig und deswegen kann ich jetzt vernachlässigen, dieser Person zu helfen. Yeah. So, and that's the point, okay? Und das ist der Punkt. So let's see what the problem with this people is. Deswegen lasst uns sehen, was das Problem mit diesem Volk ist. So let's go to Isaiah 58, verse 3. Gehen wir zu Jesaja 58, Vers 3. It says, wherefore have we fasted, say they, and thou seest not? Wherefore have we afflicted our soul, and thou takest no knowledge? Behold, in the day of your fast you find pleasure and exact all your labors. Behold, ye fast for strife and debate and to smite with the fist of wickedness. Ye shall not fast as ye do this day to make your voice to be heard on high. Is it such a fast that I have chosen, a day for a man to afflict his soul? Is it to bow down his head as a bulrush and to speak to spread sackcloth and ashes under him? Wilt thou call this a fast, an acceptable day to the Lord? So, here we can see they fast for the wrong reasons, yes? Hier können wir sehen, sie fasten für die falschen Gründe. Yeah, so they have selfish motives in their heart. Okay? Sie haben egoistische Motive in ihrem Herzen. So they apparently only, or they only outwardly humble themselves before God, but in heart they have selfish motives. Okay? Sie demütigen sich nur nach außen hin vor Gott, aber im Herzen haben sie egoistische Gedanken oder Motive. And they have even strife in their heart, according to verse 4. Und sie haben auch Streit in ihrem Herzen. Okay, so
Let's go now to verse 6. Gehen wir jetzt zu Vers 6. Now the Lord explains to us what the true fast looks like. Jetzt erklärt uns der Herr, wie das wahre Fasten aussieht. It says, is not this the fast that I have chosen, to loose the bands of wickedness, to undo the heavy burdens, and to let the oppressed go free, that ye break every yoke? So, what is God's fast? Was ist Gottes Fasten? How can you basically summarize here verse 6? Wie kannst du den Vers 6 zusammenfassen? Not to oppress anybody, yes? Indem du niemanden unterdrückst. And that you always lose the ones that are bound, okay? Und dass du immer die befreist, die eben gebunden sind. Okay, let's continue. Lasst uns fortfahren. Is it not to deal thy bread to the hungry, and that thou bring the poor that are cast out to thy house, when thou seest the naked, that thou cover him, and that thou hide not thyself from thine own flesh? Then shall thy light break forth as the morning, and thine health shall spring forth speedily, and thy righteousness shall go before thee, the glory of the Lord shall be thy reward. Then shalt thou call, and the Lord shall answer. You shall cry, and he shall say, Here I am. If thou take away from the midst of thee the yoke, the putting forth of the finger, and speaking vanity, and if thou draw out thy soul to the hungry, and satisfy the afflicted soul, then shall thy light rise in obscurity, and thy darkness be as the noonday. Okay, so if you remember the morning worship that we did yesterday, wenn ihr euch an die Morgenandacht von gestern erinnert, what is the sickness that we are under? Was ist die Krankheit unter uns? Yeah, we don't recognize our own need and also not the need closest, the people that are closest wir to us. Wir erkennen nicht unsere eigene Not und die Not derer, die uns am nächsten sind. And this is exactly what the Lord wants to make us aware of here, okay? Und das ist das, worauf uns der Herr hier aufmerksam machen möchte. So, for instance, he tells us we should let people go free, yes? Er sagt uns, wir sollen hier Leute befreien. So, who is the deliverer in the truest sense? Also, wer ist der Befreier im wahren Sinne? Christ. Christus. Okay, and who is the one that keeps us in bondage? Und wer ist derjenige, der uns in Knechtschaft hält? Satan. Okay. Satan. And how is he keeping us in bondage? Und wie hält er uns in Knechtschaft? Yeah, it's the bondage to sin. Okay. Es ist eine Knechtschaft zur Sünde. So therefore, what delivers us from bondage? Also, was befreit uns von der Knechtschaft? From the bondage to sin. Von der Knechtschaft zur Sünde. Was Isaiah set free here? War Jesaja hier befreit? What happened to him? Und was passierte mit ihm? His lip got touched, right? Seine Lippen wurden berührt. And it says, thy iniquity is thy sin is purged and thy iniquity is taken away. Okay? Und es sagt dann, deine Sünde ist ausgetilgt und deine Ungerechtigkeit bereinigt. Yeah, we are set free by the pardoning of our iniquities, right? Wir sind befreit, wenn eben die schlechten, die Ungerechtigkeiten eben vergeben worden sind. Yes, take away the filthy garments. Nimm hinweg das dreckige Gewand. And give him a garment, a true garment or a white garment. Und gib ihm ein wahres, ein weißes Gewand. Okay, so can we open the window a little bit? Okay. So, what does it teach for us personally, brothers and sisters? Was lehrt es uns persönlich? So, when it says, don't keep somebody in bondage. Wenn es sagt, halte niemanden in Knechtschaft. Yeah, when Satan keeps us in bondage through sin. Wenn Satan uns eben in Knechtschaft hält durch die Sünde. And the forgiveness of our sins sets us free. Und die Vergebung der Sünde setzt uns frei. How can we then keep somebody else in bondage? Wie können wir dann jemand anders in Knechtschaft halten?
if we don't forgive this person, okay? Wenn wir dieser Person nicht vergeben. Okay, and we can set this person free by forgiving this person freely. Okay? Und wir können diese Person frei machen, indem wir dieser Person ja freimütig vergeben. Yes. So this is something that the Lord requires of us here in this time when we afflict our souls. Okay? Und das ist eben etwas, was der Herr von uns verlangt, wenn wir in dieser Zeit sind, wo wir unsere Seelen peinigen. And we need to make sure that we forgive everybody in your life that has ever done evil to you. Und wir müssen sicher gehen, dass wir jedem vergeben in unserem Leben, der jemals etwas Böses zu uns getan hat. And you need to make sure that you really forgave this person, okay? Und du musst sicher gehen, dass du dieser Person wirklich vergeben hast. And because so many times I heard people say, yeah, I forgive this person, okay? Weil viele Male habe ich gehört, ja, ich habe dieser Person vergeben. But then the bitterness that comes out of their mouth against this person, you can see, no, you did not forgive, okay? Aber dann siehst du die Bitterkeit, die aus dem Munde kommt, und dann weißt du, nein, du hast dieser Person nicht vergeben. Okay, so you need to make sure that in God's book, yeah, it's written down, you forgave, okay? Und deswegen musst du sicherstellen, dass in Gottes Buch geschrieben ist, dass du vergeben hast. Yes, so, because what does it say? What does Jesus say? If you don't forgive your brother, denn was sagt Jesus, wenn du deinem Bruder nicht vergibst? God will not forgive you, right? Dann wird Gott dir auch nicht vergeben. Okay, so this is one of these things that we need to make sure in this day of torment. Okay? Und das ist eine der Sachen, die wir sicherstellen müssen am Tag der Versöhnung. Okay, and this must be what kind of work? Und was für eine Art von Werk muss das sein? Must be an individual work. Okay? Und es muss ein individuelles Werk sein. Nobody else in this whole planet, in this whole universe can do this work for you. Denn es gibt keinen anderen Menschen auf dieser Erde, auf diesem Planeten, der dieses Werk für dich übernehmen kann. Not even God can do it for you. Nicht mal Gott kann das für dich machen. You must make these decisions for yourself. Denn okay. Du musst diese Entscheidung für dich selbst tätigen. And if you really believe God's word, then the decision is very clear. Okay? Und wenn du wirklich an Gottes Wort glaubst, dann ist die Entscheidung klar. Yeah, and you need to plead with God that he gives you the grace to fully forgive. Und okay? Du musst Gott anflehen, dass er dir diese Gnade gibt, zu vergeben. And you must never stop before you fully forgive. Und du darfst damit nicht aufhören, bevor du wirklich vollkommen vergeben hast. Okay, so, and it also speaks here about dealing thy bread to the hungry. Und es spricht hier eben auch davon, dass man das Brot zu den Hungrigen gibt. So, the bread is the message, obviously, yes? Und das Brot ist die Botschaft, offensichtlich. So, when people are hungry, that's are people that come to you, okay? Und wenn Leute hungrig sind, dann sind das Leute, die zu dir kommen. Yeah. And you should then share with them what you can share, okay? Und dann sollst du eben mit ihnen teilen, was du teilen kannst. Okay. So, and also when you go to verse 9 again. Und auch wenn wir jetzt nochmal zu Vers 9 gehen. It says, then shall thou call, and the Lord shall answer, thou shalt cry, and he shall say, here I am. If thou take away from the midst of thee the yoke, the putting forth of the finger and speaking vanity. So you should put away this putting forth of the finger, it says. Okay? Und du solltest eben das Erheben des Fingers eben wegtun. So we'll come to what this means. Und wir werden dazu kommen, was das meint. Let's go to this next quote. Gehen wir zum nächsten Zitat. It says, she quotes here Isaiah 58, verses 1 to 4. Sie zitiert hier Jesaja 58, Vers 1 bis 4. It says, the house of Jacob, at the time this warning was given to Isaiah, appeared to be a very zealous people, seeking God daily and delighting to know his ways, but in reality they were filled with presumptuous self-confidence. They were not walking in the truth. Goodness, mercy, and love were not practiced. While presenting an appearance of sorrow for their sins, they were cherishing pride and avarice.
At the very time when they were showing such outward humiliation, they would exact hard labor from those under them or in their employ. They placed a high estimate on all the good that they had done, but a very low estimate on the services of others. They despised and oppressed the poor, and their fasting only gave them a higher opinion of their own goodness. Okay? So, you always need to ask yourself, why are you doing these things? Du musst dich selbst immer fragen, warum tust du diese Dinge? Yes. And is it only an outward show of piety, or is it truly a hard work? Und ist es nur ein äußerliches Zeigen von Barmherzigkeit? Frömmigkeit? Or is it really ist es wirklich vom Herzen aus? Yes, and if it's not a hard work, this is what you need to confess to God. Okay? Und wenn es eben nicht vom Herzen kommt, wenn es kein Herzenswerk ist, dann musst du das Gott bekennen. And you also need to ask God, is it really something that comes from my heart, or I'm just self-deceived? Okay? Und du musst auch Gott fragen, ja Herr, kommt es wirklich jetzt von meinem Herzen, oder habe ich mich nur selbst getäuscht? Yeah, you must search yourself. Okay? Du musst dich untersuchen. You must ask God all these things to make sure I'm now ready to stand in this judgment. Okay? Und du musst Gott immer fragen oder bitten, diese ganzen Dinge, um zu wissen, bin ich jetzt bereit für das Gericht? Okay. Now just imagine, if you were in a literal court case. Stell dir mal vor, du wärst in einem buchstäblichen Gerichtsfall. Yeah, you would also prepare as good as possible if you're, for instance, threatened with a lifelong sentence. Okay? Weil du würdest dich ja auch sehr gut vorbereiten, wenn du jetzt quasi bedroht wärst, damit lebenslänglich zu bekommen. Yes, you would try to do everything to make sure that you would do everything that it's in your possibility to avoid this sentence. Du würdest sicherstellen, dass du alles tust, was in deiner Macht steht, um diese Strafe zu mildern oder zu umgehen. So now let's go to this next paragraph. Und lasst uns jetzt zum nächsten Abschnitt gehen. There are sins of this same character among us today, and they bring the rebuke of God upon his church. Wherever such sins are found, seasons of fasting and prayer are indeed necessary, but they must be accompanied with sincere repentance and decided reformation. Now God does not want a half-hearted work, okay? Der Herr möchte nicht ein halbherziges Werk haben. Yeah, we need to make decisions, clear, strong decisions, determination. Wir müssen ganz klare, bestimmte Entscheidungen treffen. And she says, we actually also need to literally fast in these times. Okay? Und sie sagt hier auch, wir müssen wirklich buchstäblich auch fasten in solchen Zeiten. Yeah, that doesn't mean that every day you have to fast along this time here, okay? Das meint jetzt nicht, dass du jetzt in dieser Zeitperiode an jedem Tag fasten sollst. Yeah, meaning that you have to totally avoid taking food to you, okay? Also, dass du jetzt komplett meiden solltest, Essen zu dir zu nehmen. Yeah, but also, Sister White says, you can already fast by neglecting certain pleasant things, okay? On your meal table. Sondern Schwester White sagt eben auch, dass du schon fasten kannst, wenn du eben bestimmte Dinge einfach auf deinem Speiseplan weglässt, die sehr wohlschmeckend oder sehr wohlbringend sind. Yeah, just your favorite food, okay, that is not necessary for your health, okay? Also zum Beispiel dein Lieblingsessen, was jetzt nicht notwendig ist für deine Gesundheit. You can say, alright, like Daniel, I will not eat this now for the next week or so, okay? Dann kannst du zum Beispiel wie Daniel sagen, ja, ich werde jetzt das eine Woche zum Beispiel nicht essen. But this only will make any difference if you do it with a conviction, that you want to humble yourself. Aber es wird eben nur einen Effekt haben, wenn du das mit der Überführung im Herzen eben tust. That you want to humble yourself before Dass du dich selbst vor Gott demütigen möchtest. Yeah, that you want to know your sins, that you want to make your bring your life in order with him. Dass du deine Sünden erkennen möchtest, dass du dein Leben in Ordnung bringen möchtest mit ihm. Yeah, that you want to plead with the Lord, save me, God. Dass okay? du den Herrn anflehen möchtest, Herr, rette mich. Because otherwise it's just an outward
ceremony again, it will bring nothing. Okay? Denn andererseits wäre es dann nur eine äußerliche Zeremonie und es bringt nichts. Okay. Because it goes on to say here, without such contrition of soul, these seasons only increase the guilt of the wrongdoer. The Lord has specified the fast he has chosen, the one he will accept. It is that which bears fruit to his glory in repentance and devotion and true piety. In the fast that God has chosen, mercy, tenderness and compassion will be exercised. Now, so whenever you did not deal according this, you need to confess these things. Also wann auch immer du nicht entsprechend von diesen Dingen gehandelt hast, dann musst du das eben bekennen. Avarice will be put away, and fraud and oppression will be repented of and renounced. All the authority and influence will be used to help the poor and oppressed. Good. Next quote. Nächstes Zitat. Actually, we can skip this one. Wir können das auch überspringen. And let's read this one from "We have everything to be thankful for." Und lasst uns da weiterlesen, wo steht, wir haben alles, wofür wir dankbar sein. 4BC 1150.4. Also 4BC 1150.4. Wir müssen ein bisschen runtergehen, Thomas. Ja, das, also das untere. Wir haben alles, wofür wir dankbar sein können. It says, we have everything to be thankful for. Never ought Christians to move along like a band of mourners in a funeral train. God does not require this of his followers. He does not ask them to spread sackcloth and ashes under them. Is it such a fast that I have chosen, he asks, a day for a man to afflict his soul? Is it to bow down his head as a bulrush and to spread sackcloth and ashes under him? Wilt thou call this a fast, an acceptable day to the Lord? So, when we humble ourselves before God, we should not make a great outward play of it, okay? Also, wenn wir unser Selbst vor Gott demütigen, dann sollten wir das nicht groß zur Schau stellen. Yeah, this is what Jesus commanded, yeah? The Pharisees, they were these hypocrites, that when they fasted, they were, oh, I'm so das ist fasting, das, okay? Was Christus geboten hat zu den Pharisäern, wo er gesagt hat, das ist Heuchler, wo die Pharisäer gesagt haben, ah, ich bin am Fasten. Okay. But Jesus said, you should just act if it was a normal day, okay? Sondern Jesus sagt, du solltest einfach so handeln und so agieren, wie wenn es ein normaler Tag wäre. Okay. And the point is, you need to seek God in this time. Yeah? The fasting itself brings nothing. Okay. Und der Punkt ist, du musst jetzt in dieser Zeit Gott suchen. Das Fasten bringt sonst nichts. Okay, so, because it goes on to say. Denn es geht weiter und sagt. God tells us what kind of fast he has chosen. Is not this the fast that I have chosen? To loose the bands of wickedness, to undo the heavy burdens, and to let the oppressed go free, and that ye break every yoke. This is the fast he wishes us to observe. In these words, our duty is outlined. God shows us where we should place our treasures. As we follow in the path of self-denial and self-sacrifice, helping the needy in suffering, we shall lay up treasure before the throne of God. So we are to help the needy in the suffering, yes? Also wir sollen den Bedürftigen und Leidenden helfen. So this is also something we should then ask God, Lord, where are needy in suffering in this movement? Okay? Also das ist da, wo wir den Herrn dann auch fragen sollen, Herr, wo sind Bedürftige und Leidende in der Bewegung? Okay, so the suffering maybe among us might not be so overly great in the sense that our physical goods, we all have, I think, enough to eat, okay? Und das Leiden, also jetzt ist es wahrscheinlich nicht so überaus viel, dass wir jetzt in der Bewegung irgendwie da leiden, weil wir haben alle wahrscheinlich genug zu essen. Yeah, on the physical level. Auf dem physischen, also yeah. Körperlichen. But the, yeah,
the needs of the soul. Yeah, each one of us, we need sometimes comforting words. Yeah, we need a helping hand in daily things. Okay. Aber die Bedürfnisse der Seele, wir brauchen alle mal ein tröstendes Wort oder eine helfende Hand in täglichen Sachen. Yeah, or some have sicknesses or whatever. Okay. Oder manche haben Krankheiten oder sowas. Yes. So we need to learn to be more attentive to each other's needs. Okay. Und das heißt, wir müssen alle mehr aufmerksam sein für die Bedürfnisse der anderen. Not to live only our own life, but to see where somebody that has a need at the moment. Okay. So dass wir dann nicht nur unser Leben leben, sondern eben auch schauen, wo ist da jetzt gerade jemanden, der ein Bedürfnis hat oder eine Hilfe braucht. And then we can pray earnestly also to the Lord and say, Lord, how can I help this person? Und dann können wir auch zu dem Herrn beten und sagen, Herr, wie kann ich dieser Person helfen? Yeah. And sometimes you can actively help this person, sometimes you only can pray for this person and the Lord will send somebody else to help him or und her. Manchmal kannst du der Person direkt aktiv helfen durch eine Handlung, manchmal kannst du aber auch beten und der Herr wird jemand anders senden, der dann diese Handlung übernimmt. But the point is, the Lord regards whether you have an interest for other people that are closest to you, okay? Aber der Herr belohnt, wenn du eben er schaut darauf, mhm. wenn du eben Interesse zeigst an den Bedürfnissen von anderen Menschen. Okay. Or whether you just live selfishly for your own life. Oder okay? Wenn du eben nur egoistisch für dich selbst und dein eigenes Leben lebst. Yeah. Because it's a sin to live for yourself, okay? Denn es ist eine Sünde, für sich selbst zu leben. When you want to enter the kingdom, when you want to be accounted worthy, you must copy the pattern. Yes? Denn wenn du in das Königreich eintreten willst, wenn du als würdig empfunden werden möchtest, dann musst du dem Muster folgen. And the copy, the pattern is Christ and he served. Und das Muster ist Christus und er hat gedient. Okay, so we need to ask to see the needs of others. Das heißt, wir müssen bitten, die Bedürfnisse von anderen zu sehen. And this especially refers to us in this movement, because we are now in this experience, nobody else is in this, okay? Und das bezieht sich ganz besonders für uns als Bewegung eben, weil wir jetzt eben in diesem Moment sind, in diesem Abschnitt und kein anderer. Okay, so let's go now to this next quote. Lasst uns jetzt zu dem nächsten Zitat gehen. Or maybe one last point. In the last sentence we read, it's a path of self-denial and self-sacrifice, yes? Also noch ein letzter Punkt von diesem Zitat. Es sagt, wenn wir den Weg der Selbstverleugnung, wenn wir den Weg gehen, dann ist es Selbstverleugnung und Selbstaufopferung. Okay, so this is what we also need to practice in here. Und das ist auch etwas, was wir hier üben müssen. Self-denial and self, what did it say? Aufopferung. Sacrifice, okay. And all these things are obviously not naturally in us, okay? Und all diese Dinge sind offensichtlich nicht von Geburt an in uns. Yeah, that's why we need to plead. Yeah, we need to ask God, help me. Und das ist, weshalb wir beten und flehen müssen. Herr, hilf mir. Okay, next quote, and this is an important one. Nächstes Zitat, und das ist ein wichtiges. It says, every unkind criticism of others, every thought of self-esteem is the putting forth of the finger in speaking vanity. Yeah, because we read earlier, you must put away this putting forth of the finger. Yes? Und wir haben ein bisschen früher gelesen, du solltest diesen erhobenen Finger zur Seite geben. Now this pointing to look what he or she did. Dieses Zeigen auf, ja, guck mal, was der oder diese gemacht hat. This lifting up of self in pride, as if you were faultless in magnifying the faults of others, is offensive to God. It is breaking his law, thou shalt love thy neighbor as thyself. Okay, so if you have an accusing spirit, you need to repent of it immediately.
Das heißt, wenn du einen anklägerischen Geist hast, dann musst du davon sofort Buße tun. Yeah, when you think yourself better than others, this is what you need to get rid of in this time now. Das heißt, wenn du denkst, dass du besser bist als irgendein anderer, das ist eine Sache, die du loswerden musst in dieser Zeit. And this means to humble yourself, okay, before God. Und das bedeutet eben, dass man sich selbst demütigt vor Gott. It says, be kindly affectionate one to another. We have no right to withdraw our confidence from a brother because of some evil report, some accusation or supposition of wrong. Frequently the report is made by those who are at enmity with God, those who are doing the enemy's work as accusers of the brethren. Okay, next quote. Nächstes Zitat. The Spirit can never be poured out while variance and bitterness toward one another are cherished by the members of the church. So, what can never be poured out? Was kann niemals ausgegossen werden? Yes, when we have variance and bitterness towards one another and cherished in us, okay? Der Geist kann niemals ausgegossen werden, wo Uneinigkeit und Bitterkeit gegeneinander ausgehegt wird. Okay, so it says here, envy, jealousy, evil surmising and evil speaking are of Satan and they effectually bar the way against the Holy Spirit's working. So, what is she saying here? Was sagt sie hier? Envy. Neid. Jealousy. Eifersucht. Evil surmising. Böse Vermutungen. That's especially one point where we are easily guilty of. Okay? Und das ist ganz besonders ein Punkt, wo wir schnell schuldig werden. And when you have evil surmisings, you will also do evil speaking, okay? Und wenn du böse Vermutungen hast, dann wirst du auch böse sprechen, böses reden. Okay. So, but the disciples in the upper room. Aber die Jünger im Obergemach. So let's just read this next quote. Also lasst uns das nächste Zitat lesen. And we just read down to the bold-faced. Und wir lesen nur bis zu dem Fettgedruckten. It says, the disciples prayed with intense earnestness for a fitness to meet man in their daily intercourse to speak words that would lead sinners to Christ, putting away all differences, all desire for supremacy, they came close together in Christian fellowship. And this is what we need to do, brothers and sisters, okay? Das ist, was wir eben tun müssen, liebe But Geschwister. But you cannot expect this from your brother or your sister, you must expect it from yourself. Okay? Aber du kannst das jetzt nicht erwarten von deinem Bruder oder deiner Schwester. Du musst es von dir selbst erwarten. You can only change yourselves through God's grace. You cannot change anybody else. Okay? Denn du kannst durch Gottes Gnade nur dich selbst verändern und niemanden selbst. Everybody needs to make his or her own decision. Jeder muss seine oder seine Entscheidung treffen. Okay, so let me just see what else we will read now. Lasst mich nur kurz schauen, was wir jetzt als nächstes lesen werden. Okay, let's go to this next quote. Okay, lasst uns gehen zu diesem nächsten Zitat. Noch mehr. This one. Okay, and let's go to the bold-faced. Und gehen wir zu dem Fettgedruckten. So this is the why she refers back to the time in the Millerite movement. Da bezieht sich Schwester Weid auf die Zeit von der Miller-Bewegung. And they were all living in the expectancy that Christ would come back soon. Und sie lebten alle in der Erwartung, dass Christus eben sehr bald wiederkommen würde. And we need to understand, when Putin gets brought down, it's an
illustration of the second coming, okay? Und wir müssen verstehen, wenn eben Putin heruntergebracht wird oder weggestoßen wird, dann ist das eine Darstellung vom zweiten Kommen. So in the same manner we should follow the example, okay? Also sollten wir in derselben Art und Weise dem Beispiel folgen. It says here, the bold-faced. Sagt hier im Fettgedruckten. I remember when we were looking for the Savior to come in 1844, how great was the anxiety of each to know that his own heart was right before God. When we met together, the question would be asked by one another, Brethren, have you seen anything in me that is not right? I know that we are often blind to our own faults, and if you have seen anything wrong in me, I want you to tell me. Okay, so this is when fear is in your heart, right? Das ist eben, wenn Furcht in deinem Herzen ist. When you really take God at his word and you believe that you must save your soul. Wenn du wirklich Gott bei seinem Wort nimmst und du glaubst, dass er deine Seele retten muss. Okay, so and everything else would be just illogical, okay? Denn alles andere wäre einfach unlogisch. Ja. Why would you hold to your pride and die? Warum würdest du festhalten an deinem Stolz und sterben? Yes, okay. So, now let's go to this next paragraph. Jetzt gehen wir zu dem nächsten Abschnitt. It says, in this great day of atonement, our work is that of heart searching, of self-abasement and confession of sin, each humbling his own soul before God and seeking pardon for himself individually. Anciently, everyone that did not on the Day of Atonement afflict his soul was cut off from the people. So if we don't do this work, you will not remain in this movement. Also wenn du dieses Werk nicht tust, dann wirst du nicht in dieser Bewegung verbleiben. God would have us work out our own salvation with fear and trembling. How? Wie? You must have fear in your heart, okay? Du musst Furcht in deinem Herzen haben. Don't take these things lightly. Nimm diese Dinge nicht auf die leichte Schulter. If each will search and see what sins are lurking in his own heart to shut out Jesus, he will find such a work to do that he will be ready to esteem others better than himself. He will no longer seek to pluck the mote out of his brother's eye while a beam is in his own eye. Okay, so if you do God's appointed work, what will you not become? Also, wenn du Gottes bestimmtes Werk tun wirst, was wirst du dann nicht werden? Yeah, you will not become the accuser of the brethren, right? Ja, du wirst eben nicht der Ankläger deiner Brüder werden. Because you constantly see, Lord, where's the beam in my own eye? I need to get it out. Denn du wirst die ganze Zeit sein, Herr, wo ist der Balken in meinem Auge? Und ich werde muss versuchen, den loszuwerden. You will not care about the mote in your brother's eye. Und du wirst dich gar nicht darüber kümmern, dass der Bruder einen Splitter hat. Yeah, you will. Über den Splitter deines Bruders. Yeah, you will only care about the beam to get rid of the beam in your own eye. Du wirst dich nur darum sorgen oder nur darum kümmern, den Balken in deinem eigenen Auge loszuwerden. But if you don't do the appointed work, Satan will show you constantly the mote in your brother's eye. Aber wenn du dieses Werk nicht tun wirst, dann wird dir Satan die ganze Zeit den Splitter in dem Auge deines Bruders zeigen. Because then the focus is no longer on your own heart, but now upon everybody else, okay? Denn dann wäre deine Aufmerksamkeit, dein Fokus nicht mehr auf deinem eigenen Herzen, sondern auf den deiner Geschwister. And that's why she says in the next paragraph. Und deswegen sagt sie im nächsten Abschnitt. Let no Christian be found as an accuser of the brethren. Der Absatz, yes. Okay. So let no Christian be found an accuser of the brethren. Satan is the one who bears this title. He accuses them before God day and night. He stirs up the enemies of our faith to accuse us, and he prompts those who like precious faith to criticize and condemn one another. We are not to partake in his work. So there's a counterfeit work in this time also. Okay. Also da ist auch ein gefälschtes Werk in dieser Zeit. Yeah, where Satan wants to use you for his work. Wo
wo Satan versucht, dich zu benutzen für sein Werk. To accuse your brother and sister, think evil, speak evil, cherish envy, jealousy, pride and all these things. Okay? So dass er dann eben versucht, dich dafür zu nutzen, dass du ein Ankläger deiner Brüder oder deiner Schwester wirst und dass du dann eben diese Sachen wie Neid, Eifersucht, schlechtes Reden oder auch schlechte Gedanken darin verbleibst und die fütterst. Okay, so let's continue here. Lasst uns hier fortfahren. Next paragraph. Nächster Abschnitt. We are exhorted to love as brethren, to be kind, courteous, forbearing, in honor, preferring one another. So that's also something, that's a positive duty, okay? Also das ist eine positive Pflicht. Yeah, it's not something that he forbids, but that's something we need to do. Okay? Also es ist jetzt nichts, was er verbietet, sondern es ist etwas, was wir tun sollen. So if we neglect these positive duties, we're also guilty before him. Okay. Also wenn wir diese positiven Pflichten vernachlässigen, dann sind wir trotzdem schuldig vor ihm. Okay, it says here, love for God and for one another constitutes the divine credentials which the children of God bear to the world. By this, said Jesus, shall all men know that ye are my disciples, if ye have loved one to another. Those who cherish this love will sacredly guard the interests of one another. No evil reports will be carried. Tattling and gossip will cease. Christ in the truth will be magnified. So if you really love your brother or your sister, you will guard their reputation, you will guard their interests. Okay. Also wenn du wirklich deinen Bruder und deine Schwester liebst, dann wirst du ihren Ruf bewahren und versuchen zu schützen. And guard their interests, okay? Und auch die Interessen von ihnen. It goes on, next paragraph. Es geht weiter im nächsten Abschnitt. None who continue to cherish a querulous, fault-finding disposition can enter heaven, for they would mar its peace and harmony. They will be left outside the city of God with all who stir up strife, nor should they be permitted to remain in the church to prevent unity and destroy its usefulness. Let them be reproved, and if they do not change their course, let them be separated from the church. But all may, if they will, conquer these evil traits. Okay, so what does it say? Was sagt es? When you do these things, you should be disfellowshipped if you remain in them. Wenn du diese Dinge tust und da drin verbleibst, dann solltest du eben ausgeschlossen werden. Okay, and God already said, if you don't do the appointed work in this time, und Gott sagt auch schon, wenn du nicht in dieser Zeit das bestimmte Werk tust, you will be cut off from his people, right? Dann wirst du eben ausgeschnitten werden von seinem Volk. Because when you don't do the appointed work, whose work will you do then? Denn wenn du nicht das bestimmte Werk tun wirst, wessen Werk wirst du dann tun? Satan's work, right? Satans Arbeit. You will be an accuser of the brethren. Du wirst dann ein Ankläger deiner Brüder werden. And what happens with Satan here at the end? Und was passiert mit Satan hier am Ende? He's cast out of heaven, right? Er wird aus dem Himmel herausgeschmissen. Okay, he's no longer part of the heavenly church. Er ist nicht mehr Teil der himmlischen Kirche. Okay, so there are so many other things that we should actually go through, but we don't have time anymore, okay? Es sind eigentlich so viele Dinge, wo wir wirklich durchgehen sollten, aber wir haben leider keine Zeit mehr. But I think, yeah, for now, yeah, we can already see at least partly the work that we are to do now, okay? Aber ich denke, zumindest bis jetzt können wir schon mal teilweise das Werk sehen, das wir tun müssen. And therefore it's all about whether you search your own heart, whether you want to get right with God in your own life. Und deswegen geht alles darum, dass du dein eigenes Herz durchsuchst und sicherstellst, dass du richtig wirst mit dem Herrn. And that you fear whenever you cherish anything that is against his law. Und dass du dich fürchtest, wenn du irgendetwas hegst,
was gegen Gottes Gesetz ist. Yeah, and you can have outward piety, you can sit here daily and delight to seek God. Und du kannst äußerliche Frömmigkeit haben, du kannst hier täglich sitzen und es wirkt so, als würdest du Gott suchen. But God knows your heart, okay? Aber Gott kennt dein Herz. And in the time of the investigative judgment, he opens the books and he's reading your heart. Okay. Und in der Zeit vom Untersuchungsgericht, da öffnet er das Buch und er liest dann in deinem Herzen. And there's nothing to be hid from him. Und da gibt es nichts, was vor ihm versteckt werden kann. Therefore, you need to make sure that your heart is right before him. Und deswegen müssen wir sicherstellen, dass unser Herz richtig vor ihm ist. And as we read here in this last sentence, but all may, if they will, conquer these evil traits, so there's hope for us, okay? Und es ist eben, wie wir hier im letzten Satz gelesen haben, alle, die das eben erkennen und diese schlechten Züge überkommen, für die besteht Hoffnung. No, yes. Okay. So she said, all that want, they can overcome these things. Alle, die das wollen, können das überkommen. Yeah. So there's hope for us, as there was hope for Isaiah when he realized, woe is me, okay? Also da ist Hoffnung für uns, so wie auch für Jesaja Hoffnung war, als er gesagt hat, wehe ist mir. But only if we acknowledge our sins before him and seek with all our heart pardon. Aber nur wenn wir eben unsere Sünden vor ihm erkennen und mit unserem ganzen Herzen nach Vergebung suchen, flehen. And acknowledge them, the sins, when we acknowledge the sins. Und sie erkennen. Anerkennen. Anerkennen. Yes. Okay. Amen. Everybody has now a better understanding why it's so important that we understand the present truth. Hat jeder jetzt soweit verstanden, warum es so wichtig ist, dass wir die gegenwärtige Wahrheit verstehen? And I hope that when we leave here, we will take these things with us and that we will remember them. Und ich hoffe, wenn wir jetzt von hier wieder abreisen, dass wir diese Dinge mitnehmen und dass wir uns an sie erinnern. And that we would do the appointed work. Und dass wir das bestimmte Werk tun. Let's close. Lasst uns schließen. Dear Father, lieber Vater, Lord, you tell us on every page of the Bible. Herr, du sagst uns auf jeder Seite der Bibel, how much you love us and how much you desire to save us. Wie sehr du uns liebst und wie sehr du danach verlangst, uns zu retten. And we also can read on every page of the Bible. Und wir können auch auf jeder Seite der Bibel lesen. Your conditions, how we only can be saved. Deine Konditionen, wie wir eben nur gerettet werden können. And we also can acknowledge that these conditions are righteous and just. Und wir können auch anerkennen, dass diese Konditionen gerecht sind und. Because why should there be any proud and self-important person be in heaven? Denn warum sollte da irgendeine stolze oder selbstwichtige Person im Himmel sein? Or somebody who is evil speaking and jealous and envious. Oder jemand, der Böses spricht oder eifersüchtig oder neidisch ist. Lord, we ask you that you please heal us from this heart that is in our breast. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns heilst von diesem Herzen, das in unserer Brust ist. And that you would make us realize the seriousness of the time we are in. Und dass du uns eben realisieren lässt über die Ernsthaftigkeit der Zeit, in der wir sind. And that we all have to do an individual work to get right before you. Und dass wir alle ein individuelles Werk tun müssen, um vor dir richtig zu stehen. And when we see this mountain before us, und wenn wir diesen Berg vor uns sehen, then let us take courage in the experience of Isaiah. Dann lass uns Ermutigung nehmen aus der Erfahrung von Jesaja. Because he also said, woe is me. Denn er hat auch gesagt, wehe ist mir. But he received pardon. Aber er hat Vergebung erlangt. Help us therefore to seek with all our heart this pardon. Deswegen, Herr, helf uns, diese Vergebung mit dem ganzen Herzen zu ersuchen. And may you bless us when we now depart. Und segne uns, wenn wir jetzt hier abreisen. And please let these things go with us.
Und bitte lass diese Dinge mit uns gehen. And may you help us to do them. Und mögest du uns helfen, diese Dinge zu tun. We ask and pray in Jesus' name. Und wir bitten und beten in Jesu Namen. Amen. Amen.